Notlösung, schreibt Kim Gloss über diesen Post und zeigt ihren Instagram-Anhängern ihren läufigen Mops mit Windel. 1786 Fans gefällt das. Super Idee. Oh Gott, wie süß. Oder nächstes Mal machen wir das auch. Haha, heißt es zum Beispiel auf der Wall der Sängerin. Moderatorin Paulina Rojinski kümmert sich lieber um ihre Nägel. Schlussendlich hat sie sich wohl für eine French-Maniküre entschieden. Premiere im French-Business, schreibt sie zu diesem Facebook-Foto. Maniküre, weil ich ein Mähädchen bin, postet Sängerin Lena Meyer-Landrut auf Instagram und Facebook. Der Grund für die aufgepimpten Nägel war wohl die Weihnachtsfeier von L'Oréal Paris, wie sie uns mit diesem Foto zeigt. Ich habe so viel Spaß, steht darüber. Naja, vielleicht war es dann doch etwas zu viel Spaß, denn heute Morgen lässt sie ihre gut 614.600 Facebook-Fans wissen, dass sie noch müde ist. Und dank dieses Bildes nimmt man das der sonst so quirligen Lena auch wirklich ab. Auch Moderatorin Sonja Kraus hat gefeiert und vielleicht etwas zu tief in die gestern gepostete Rumflasche geschaut. Heute Morgen schreibt sie mit diesem Foto: Guten Morgen von der Katerfront. Die verbotene Liebe-Schauspielerin Janina Isabel Bartoli hat via Facebook ihre CD Baby It's Cold Outside verlost. Dazu ließ sie sich was Schönes einfallen. Na Drogi, herzlich willkommen zu unserem Gewinnspiel von Weihnachts-CD. Habe ich mitgemacht, viele Leute, ich bin sehr dankbar. Habe ich geschrieben, alle Zettel auf Namen. Oder ist umgekehrt. Auf jeden Fall, jetzt wir machen in weihnachtlich Ambiente die Ziel des Abends. Und der Gewinner ist. Ich habe einen Zettel. Wenn ich jetzt könnte lesen, meine Schrift, das wäre gewonnen hat. Fernanda Brandao postet ein Foto vom Strand. Ginga mit Mutti, schreibt sie dazu. Man sieht den beiden Brasilianerinnen an, dass ihnen das Programm aus Fitness, Tanz und Capoeira, das Fernanda eigens entwickelt hat, verdammt gut tut. Ach, muss Liebe schön sein. Nach einem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen und von der Familie mit der größten Umarmung der Welt begrüßt zu werden, unbezahlbar, postet Jana Inazarella auf ihrer Facebook-Wall. Der Tag der Moderatorin sah in etwa so aus. Sie schickte einen Gruß mit Lockenwicklern an ihre 65.600 Facebook-Fans aus der Maske mit den Worten: So, fertig. Eine Stunde später grüßt sie dann nochmal: So, jetzt fertig. Hübsch wie immer. Und damit bis zum nächsten Update.